Finnland kommt seinem Ziel näher, NATO-Mitglied zu werden. Der Antrag hat diesen Dienstag die Hürde im Parlament von Helsinki genommen, im Beisein von NATO-Sekretär Jens Stoltenberg, der seine Unterstützung demonstrierte. Auch das Nachbarland Schweden will schnell Mitglied werden, doch beide Staaten brauchen das grüne Licht aus Ungarn und der Türkei. Nach Meinung der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin belastet diese Verzögerung das Verteidigungsbündnis. We would have hoped to be to become members of NATO already. Finland and Sweden fulfill all the criteria as has been mentioned, and we are yet waiting. And of course, this strains the open door policy of NATO as well. It's to do with NATO's credibility because we fill all the criteria. Beim Thema Ukraine erklärte Stoltenberg, das Land würde am Ende die volle NATO-Mitgliedschaft erhalten. NATO allies have agreed that Ukraine will become a member of our alliance, but at the same time, that is a long-term perspective. What is the issue now is to ensure that Ukraine prevail as a sovereign independent nation, and that therefore we need to support Ukraine. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist auch Hintergrund der NATO-Kandidatur von Finnland und Schweden. Als Bedingung für ihr Ja fordert die Türkei ein scharfes Vorgehen beider Staaten gegen angeblich militante kurdische Gruppen. Ungarn hat den Bewerbungen im Prinzip zugestimmt, will sich mit dem Ratifizierungsprozess jedoch Zeit lassen.